Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Black Desert Online. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hallo, ich bin's, der Black, und der Lü ist auch mit am Start. Und wir haben hier oben schon in der letzten Folge angefangen, diese Helms da zu hauen. Die offensichtlich sehr behelmt sind, deswegen ein bisschen was aushalten. Und manche haben sogar einen Hammer, wie der Typ, der. So. Das ist aber der Unterschied zu mir. Die haben einen Hammer, ich bin der Hammer. So. Ja, so bin ich. Immer gut dabei. So, hier, ja, genau, hier ist eine schöne Gruppe. Achso, du pullst. Naja, jetzt pull ich nicht mehr. So, wieder. Also Kampftalentpunkte kriege ich momentan sehr viele, muss ich sagen. Muss ich ja, echt mal ausrüsten. Und vielleicht mal einen Trank schlucken. Oh, lass mich da raus. Dankeschön. Mein Trank schlucken. Dankeschön. Aha. So, 47 von 50. So, einen habe ich jetzt noch. Für einen höheren Zweck habe ich jetzt noch einen offen. Ja, ich auch. Ja? Ist ja 200 Meter entfernt? Das weiß ich nicht. Müsste sein. Müsste dann, wie gesagt, für einen höheren Zweck hier halt. So. Jetzt habe ich das Questziel erreicht. Aber nicht das. Nee, aber nicht das, was. Ja, egal. Oder halt nicht, egal. Du brauchst jetzt für einen höheren Zweck, brauchst du jetzt auch noch einen Teil, ne? Nein, ich habe alles fertig. Du hast alles fertig? Ja, da steht, dass ich alles fertig habe. Hm, okay. Was brauchst du denn noch? Wenn ich mal fragen darf. Na, weiß ich nicht. Irgendwas. Ach so. Vielleicht noch so einen Wagen? Oder hast du die fertig? Die hast du ja fertig, ne? Ne, ich glaube, einen Wagen brauche ich, glaube ich, wahrscheinlich sogar dann noch. Alter, hört auf mich zu hauen! Mann, die hauen mich! Lalalala, ich. Wenn ich jetzt nicht laufe, dann gehe ich hart rauf. Ja, irgendwas brauche ich noch. Warte, ich gucke mal, was es denn ist. Ja. Hier ging es hoch, genau. Könnte sein, dass das. Nee. Ich weiß. Doch so ein Wagen. Ich glaube, doch so ein Wagen. Ja, dann geh mal zurück zum Start. Da oben war ja auch so ein Wagen. Die konntest du auch platt machen. Ja. Ja, das wird mir auch hier angezeigt, auf jeden Fall. Hier dahinter, hinter dem Typen. Hier, die da. Die da halt. Ja, warte. War's das? Nee, warte mal, ich muss einmal ganz kurz irgendwas wieder rausschmeißen aus meinem Inventar. Oh, ja. Musst du? Welch ein Zufall. Ich auch. Traurig, unvollständiger Steinabdruck und so. Wäre die nächste Quest. Verwendet einen verbesserten Bautsteindruck, um nahe der zerbrochenen Bautsteindrucks oder so. Okay, dann hatte ich die Quest schon doch sogar schon fertig gehabt, aber okay. Die Wagen habe ich schon kaputt gemacht gehabt, deswegen hatte ich dich ja gefragt, ob die für dich gezählt haben, gerade eben. Ach so, ja, also ich konnte auf jeden Fall irgendwie was abgeben. Na dann wird's das gewesen sein vielleicht. Ich glaube, okay, an die Quest kann ich mich, wobei doch, hä? An die Quest kann ich mich aber sogar noch erinnern irgendwie. Aha. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was man hier macht. Ich auch nicht. Ah doch. Rauf. Na gut. Ne, komm. So. Blöde Klettereien. Mein Inventar ist schon wieder Fuel. Die Geschichte deines und meines Lebens offenbar. Ich futter mal hier was. Einfach nur so. Bong. So. Yeah. So, okay. Unvollständig verwendet den verbesserten Steindruck nahe des zerbrochenen Steindrucks. Wie muss ich denn den verwenden und wo habe ich den?
Ich weiß nicht, ich bin schon bei der nächsten Quest irgendwie. Den Verkauf nicht möglich, verwenden ist aber auch nicht wirklich möglich, oder? Kann ich hast du den nochmal angeklickt, oder? Ja, eigentlich die ganze Zeit schon, aber irgendwie sagt er hier, der Spieler hat Eindruck, plaudern, Tafel verstärken, es gibt keinen Lernplatz und leckt mich doch am Arsch. Ach, deswegen, ja. Achso, da hatte ich wohl zwei, aber bei dem, was ich angeklickt habe, na gut. Dann muss ich mal gucken, was ich jetzt noch weghaue. Deswegen. So, hopp. Ja, weg damit. Jetzt. Puh. So, halt nicht Windows aufmachen, sondern hier. So. Hallo, Herr Schwarzgeist. Oh, wir haben wieder einen Boss. Oh je. Oh ja, hier gibt es einen dicken Helm. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Einen dicken Helm oder? Einen dicken Helm. Einen dicken Helm. Menschen. Einen dicken Helm. Also einen Boss. Nee. Einen guten Helm. Achso, von den Helmleuten gibt es einen Helm. Welch Zufall? Ja. Welch Zufall? So, ich bin jetzt auch erstmal wieder hier oben. Muss erstmal hier. Ja, interagieren, genau. Dankeschön. Gleich sagt er mir wieder. Ne, der sagt mir gar nichts. Dicker Helm. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen dicker. Zim. Der ist cool, ne? Ja. Kann man nehmen. So, genau. Vorzeitliche Kraft Moguhulis ist das Richtige, ne? Ja. Ab und zu mal vergleichen. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Ja, aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, es geht jetzt auf jeden Fall deutlich langsamer voran schon. Nicht mehr so, wie es am Anfang ganz einfach vorging, wie man so am genau, Anfang keine 5 Levels mehr in einer Folge. Nee, keine 5 Level-Ups. Das war ja schon ganz schön krass halt, muss man sagen. Ja. Aber wir haben jetzt trotzdem, glaube ich, in dieser heutigen Aufnahme, das wird dann auch die letzte Folge dann auch erstmal soweit sein, in dieser heutigen Aufnahme, die jetzt Ende März stattfindet. Das heißt, die Folge dürfte wahrscheinlich irgendwann im April, vielleicht sogar schon im Mai oder beziehungsweise erst im Mai wir haben, rauskommen. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, eine Folge pro Woche. Wir haben die Folge für morgen, dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Fünf Wochen? Fünf Wochen. Ja. Mein Timer ist noch nicht umgestellt, deswegen kann ich das noch nicht genau sagen. Damit kommt man doch ganz gut hin, denke ich. Ja. Es wird genauso schlimm sein wie sonst. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen bei der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber der Unterschied ist, du auch nicht. Ah, den machst du, ne? Weil mit Pfeilen gegen Kieselstein ist nicht so gut. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ah, jetzt. Ha! Po! Wumm. Okay. Ja, das mit dem Ausweichen klappt aber ganz gut, muss man sagen. Das gefällt mir. Bist du ausgewichen? Ne, ich bin häufiger ausgewichen. Ach so, ich nicht. Glaube ich. Ich bin einfach da geblieben. Weit weg von dir. Ja, das glaube ich. Nicht, weil ich Angst vor dem Boss hatte, ne? Nicht falsch verstehen, nur wegen dem Geruch. Aber ich glaube, vor uns ist auch diejenige mit den vielen Pets. Ja, das kann sein. So. Ich habe eine Kampfzone betreten. Oh. Die Truppe.
Eieieiei. Das ist doch gefährlich. Können die da nicht mal ein Geländer ranmachen an der blöden Brücke? Sowas. So, okay. Hey, Kollege, hier, du weißt schon. Ja, ja, genau. So, die Beschwörungsformel wiederherstellen. Rat von Falks plus 10. Rat von Falks plus 20. Was ist das andere? Konzentrierte magische Rüstung, Schwarzstein oder Schwarzsteinwaffe? Was soll ich denn da nehmen? Ach ja, gar nichts erstmal. Weil ich muss erstmal Platz nehmen. Es ist schlimm. So, komm, dann hauen wir das Teil hier noch weg. Der hier war total mies. Den kauft eh keiner. So, bitteschön. Dann noch einmal. Ja, du hältst Wache. Achso, ich muss mit dem Schwarzstein reden. Geist. So. Was hast du genommen? Keine Ahnung, alles. Achso, du kannst alles kriegen. Na toll, dann brauche ich viel mehr leere Plätze als nur den einen. Ich freue mich ja jetzt schon. Oje. Oje. So. Puh. Das ist gerade anstrengend, ne? Puh. Was ist das hier eigentlich? Ja. Foliant der Abenteuer. Oh, den kann ich aktivieren, den konnte ich. Ja, schön, okay, danke schön. Ich habe einen neuen Gegenstand ausgerüstet, von dem ich nicht wusste, dass ich den ausrüsten kann. Ich weiß zwar nicht, was der macht. Das schwache Leuchten, das von ihm ausgeht, ein seltsamer Ausrahmen. Abschluss der Quest, geschenkt des Schwarzgeistes von Foliant der Abenteuer, erreicht eine Stufe 53. Solltet ihr den Foliant der Abenteuer verlieren, könnt ihr den wieder durch verlorenes Geschenk beim Schwarzgeist wiedererhalten. Aha. Oh, cool. Gut. Hast du so einen Folianten auch? So, ich kann ja wieder den Boss hatten wir ja besiegt. Nur dann kann ich dann den auch wieder weghauen. Belagerungshauptmann, das ist ein anderer Boss. Dann müsste ich ja sogar noch einen anderen Quest-Boss-Rolle haben. Hier. Ne? Ja, okay. Gut, das sollte jetzt reichen. Das Abenteuer aus. Jo. Kennst du auch noch nicht, ja? Nee. Oh, cool. Bitteschön. Oh, So. Wiederherstellung des Bausteins. Sprecht mit dem Typi. Na, endlich geht's vorwärts. So. Ruhm der Vergangenheit. Nicht rum. Ach so. Okay. Das ist natürlich interessant. Ja, du darfst dich gerne darum kümmern, was dieser Foliant macht. Ja, ich glaube, der gibt dir 20% mehr Drop-Chance auf irgendwas. Was steht ja auch dabei halt, ne? Ja, aber ich habe mir ja nicht alles durchgelesen. Also, keine Ahnung. Ach so. Nun gut. Also nicht so super besonders viel, glaube ich. Naja, aber immerhin, man hat das Ding und ja, ne? Und jeder kriegt es, wäre ja auch was Unsinniges, wenn es extrem episch wäre, ne? Ja. Lauf. Kommst du oder hast du keine Lust mehr? Ja, ich komme. Alles klar. Weil ich dich komischerweise abgehängt habe. Apropos, hier stehen jede Menge Pferde rum. Ich habe keine Ahnung, wo unsere sind. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, meins ist tot. Na, meins lebt noch. Es steht nur irgendwo. So, bleibst du auch mal kurz stehen? Warum? Ich gehöre zum Beenden der Folge. Ich wollte eigentlich wenigstens noch bis zum Questziel laufen. Das kriegen wir schon noch hinkommen. 600 Meter. Oh, ganz schön weit, ne? Ja, eben. Streng dich mal an, du fauler Sack. Das kriegst du schon absolut noch ganz schön weit gemacht. Hey, kann mir jemand eventuell bei der Quest Antwort helfen? Wenn ihr in der Nähe seid, entfernt sich jede Krankheit.
Wenn ihr weit entfernt seid, wird jede Krankheit näher kommen. Bitte PN an mich. Das gilt halt für dich. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Hä, wo steht das? Na, unten im Serverchat. Wo levelt man mit 55 am besten? Auch eine Frage, die du beantworten musst. Wisst ihr vielleicht nicht, aber du stellst dich halt noch nach jeder Aufnahme nochmal 15 Stunden hin und beantwortet Fragen im Chat. Ja. Definitiv. Er wollte das mal per Livestream machen, also aber die, er will da ja... Hast du die Systemnachrichten ausgeblendet oder was? Oder was hast du da gemacht? Nö, die sind oben drüber. Okay. Okay. Eigentlich müssen wir den Chat so ein bisschen filtern. Können, ja. Also bei mir ist das jetzt momentan so, der sagen wir mal, Schreibe-Chat ist unten drunter und oben drüber der System-Chat. Hast du zwei Chats gemacht, oder was? Nö, keine Ahnung, ob ich die gemacht habe, aber die sind halt da. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Hä? Ja. Guck halt meine Folgen, siehst du, was ich hab. Und dann musst du halt auch in den Folgen nachvollziehen, was ich da auch immer angestellt haben sollte. So, ich bin jetzt übrigens hier und warte einfach mal auf dich. Beim Mausoleum Häuptling der Riesen und so. Ja. Und da müssen wir dann beim nächsten Mal weiterlaufen. Wohin auch immer. Oh, das ist ein Stück wieder. Vielleicht machen wir das irgendwann offscreen. Beim nächsten Mal. Beziehungsweise, ja, vielleicht schon mal hinlaufen. Ja, beziehungsweise ich werde jetzt schon mal loslaufen, weil wenn wir das offscreen oder wenn wir sagen, wir machen das beim nächsten Mal offscreen, garantiere ich, dass wir die nächste Folge hier anmoderieren und dann hinlaufen. Na gut, du könntest halt ein Auto laufen anstellen, ne? Und dann, ja, mach ich gerade. Ne? So. Also du kannst ja damit halt auch so zwischen verschiedene Gebiete sogar laufen. So, gut, dann würde ich sagen. Ja, ich bin noch nicht ganz so weit, warte mal. Na dann. Na gut, dann warte ich halt noch. Du musst die Quest auf jeden Fall einmal annehmen. Ja. 3-tägige Dunkelheit ist das nächste. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim nächsten Questziel. Und es freut uns tierisch, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst auch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet natürlich auch das nächste Mal wieder ein. Das wäre richtig, richtig toll. Wie macht man Auto laufen? Wie läuft man da automatisch? Ich mache immer SDRG und klicke halt auf die Quest bei den Männchen. SDRG und dann halt auf die Quest klicken. Und da hast du ja einmal den einen Pfeil und dann einmal das Männlein. Und wenn du da drauf klickst, okay, manchmal musst du zweimal Männlein klicken. Ja, genau. Dann läuft der da automatisch. So, auf jeden Fall, wie gesagt. Stimmt. So, habe ich dem Dü auch was beigebracht. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.